Der will echt, dass die alle in einem Käfig gleichzeitig da sind. Meine Güte. Ist das deren Sabotagerisiko gestiegen, sag mir? Ne, immer noch niedrig. Immerhin. Na, immerhin. Nun gut. Den lasse ich frei. Dann mache ich eine Mission nebenbei und beginne mit dieser Mission. Ich hoffe nur, ich muss den nicht auch am Leben lassen eine gewisse Zeit. Das wäre nämlich dann doch schwierig. Weil die werden sich auf jeden Fall auffressen, ist ganz klar, im gleichen Gehege. Ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich für alles bin, was solltest Sie für du auch die Wissenschaftsabteilung sein. Getan haben. Solltest du auch sein. Also, vielen Dank. Und jetzt bin ich gespannt. Risiko immer noch hoch. Ach, du kannst mich mal. Die lügt ja einfach nur. Ist mir gar nicht dankbar. So. Und jetzt noch ein Dilo. Und hoffen wir, ich muss sie dann nicht noch so und so lange im Käfig lassen, dass sie leben bleiben. Das stelle ich mir nämlich durchaus vor, dass es noch kommen wird. Das wird aber nach hinten losgehen, das ist ganz klar. Ach, ein Schutzraum, siehst du, ich würde ja das angucken eigentlich. Wie sieht's aus? Oh, irgendwas ist noch voll gewesen, habe ich voll genau gesehen. So. Bop, 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 bop. Bop, bop. So. Einmal dies, einmal jenes. Was haben wir hier? Auch alles voll natürlich. Es begehrt hier. Bei den Fleischfressern. Bop, 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 bop. So. Wunderschön. Oh, was ist denn los hier? Das neue Massensterben oder was? Ein Gießmaß, ein Kritscho. Transportteam. Abholen. Anfrage zur Produktabholung. Kritschi, Kritschi. Zacko, Wacko. Ab mit dir. So, der blutet aus. Hier drüben müssen wir das fertig sein eigentlich. Na, fast. Jetzt. Dankeschön. Ich sehe schon kommen, dass ich am Ende mir ein neues Gehege bauen muss. Für diese eine Quest bloß. Weil ich die halt alle gleichzeitig leben lassen haben muss. Eine gewisse Zeit. Ich meine, es ist nur Spekulation bisher. Ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber scheint mir recht wahrscheinlich, dass die Mission danach ja auch war. Ich muss den nach 5 Minuten drin lassen. Nachdem man den gefressen hat. Das war ja auch nicht gerade ohne. So. Mal gucken, was hier drüben die Stromsachen immer noch sagen. 39? Ah ja, was Neues gebaut, klar, das Dingens. Gut, dann gehen wir mal nach oben mit der Leistung, würde ich sagen. Zack. Bei fast 5 Sternen, was fehlt denn noch? Annehmbare Kapazität. Oh, was? Die haben Probleme mit der Kapazität? Das ist ja ein Ding. Hotel sagt. Geht doch eigentlich. Oh, ist hier schon wieder alles voll. Nein. Nein. Mehr habe ich noch nicht. Was ist hier? Ja, hier ist voll. Okay, gehe ich ein. Hier aber nicht. Dann müsst ihr euch bestimmt verlagern, liebe Leute. Komm, ich mache einen auf für euch. Nur für euch. Nur ein Plus, passt ja. So. Geht's dann bald besser, oder wie? Hier ist überhaupt nichts drin. Ja, ja, von wegen Kapazitäten hier. Wird doch verarscht, noch mehr als nur Kapazitäten. Oh. La 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 la. Hab ich eigentlich schon gebaut? So ein Sicherheitszentrumsdingszeug? Ah, wo war das denn? Sowas hier und sowas hier? Ich weiß es nicht. Warnung. Sabotage im Gange. Ich wurde jetzt sabotiert im Sinne von. Die lieben Leute haben sich jetzt. Wissenschaft. Ich habe 2 Wissenschaftszentren. Ach du Kacke. Auf meinen Fehler. Jedenfalls wurden meine Dinos infiziert. Das ist deren tolle Sache. Schön. Eindeutig die Forschungsabteilung. Mehr als logisch. Vor einem haben wir 8000 bloß. Das soll ich echt abreißen und dafür ein anderes hinbauen? Ich hoffe, das geht auch noch dahin. Ich weiß es nicht. Ja, wirklich. Dass ich hier Sicherheitszentrum baue, weil das durchaus mehr Einkünfte geben sollte, aufgrund des Statuses, den ich bei denen habe.
oder was? Toter Sauri. Oh, meine Güte. Aktuell sterben die da wirklich, die fliegen hier, die Guten. Ein Edmundosaurus mal wieder. Ist neulich gestorben. Ich glaube, ich habe schon meinen ganzen Bestand einmal nachgebrütet. Schon freigelassen, okay. Sieht jetzt hier aus. Nix drin. Und wie sieht es jetzt da aus? Da muss einer raus. Zack. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir jetzt hier alles freilassen können, endlich. Jawohl, es geht. Bin gespannt, wie lange die überleben und wie lange sie überleben müssen. Vor allem. Du wirst dich nicht sehr wohlfühlen hier. Du bist einigermaßen gepanzert. Ich hoffe, du kannst was ertragen. Ihm geht's gut hier vom Bestand der Sozialität her. Das passt schon. Daran wird sie scheitern. Oh ja, voll hindurchgerannt. Ich meine, wenn ich jetzt hier einen Brachiosaurus oder sowas, was ich noch nicht machen kann, züchte und reinstelle, die können doch dagegen nichts tun. Ich meine, das sind doch viel zu kleine Viecher eigentlich. Da ist der ja theoretisch sicher, oder was? Jetzt mal theoretisch gesprochen. Ob es hier im Spiel so umgesetzt wird, weiß ich nicht. Die Zahlen verbessern. Ihnen geben, was sie wollen. Quantität ha, ha, ha. Qualität. Sicheres Gehege, ja. Vor allem Quantität. Das dazu. Noch denkt er, er wäre in Sicherheit. Verdammt, wir haben ein Problem. Das Stromnetz der Insel ist außer Betrieb. Was? Jetzt gilt's. Okay, wir aktivieren das Notfallprotokoll und sorgen für die Sicherheit der Gäste. Verstanden? Mhm. Hoffentlich. Lambert hier. Sieht so aus, als wäre die Krise Menschenwerk. Natürlich, was sonst? Sabotage? Offenbar. Überraschung. Feinde, Rivalen, Neider. Die Liste ist endlos. Allerdings. Natürlich, natürlich. Ich schau mal, was ich finde. Lambert Ende. Und solange werde ich mal hier das reparieren alles, ne? Ist ja klar. Aber ja, hier, Dino muss 4 Minuten lang sicher sein. Das wird natürlich nichts in der aktuellen Umgebung. Da stirbt schon der Erste gerade. Ich hab's geahnt. Befürchtet. Oh Mann. Boah, echt ein neues Gehege. Nur für diese Aufgabe. Klapp. Aber trotzdem werde ich hier alles erstmal von der Sabotage befreien müssen. Und Mission abgebrochen. Aua. Und trotzdem werde ich wahrscheinlich, wenn ich die Mission nochmal starte, wieder alles hier entsabotieren müssen. Zack. Steuerung übernommen. Als ob ja, das ja. Ort nicht schon genug Schwierigkeiten machen würde. Bla 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 bla. Die ganzen Dino frisst Menschenzeug und so. Jetzt auch noch Sabotage? Hoffentlich können sie damit umgehen. Vielleicht war das Problem. Also, dass die Sabotage irgendwie beim letzten Mal ihm dazwischen, weiß auch nicht. Er scheint ja den Spruch nur zu haben, den Sabotage jetzt in die Mission verkackt, aber eigentlich war es das ja gar nicht dieser gewesen Auftrag gerade. Könnte unseren Profit ordentlich steigern. Nein. Aber der Ankylo scheint echt sicher zu sein da drin. Die greifen ihn offenbar nicht an. Oder vielleicht doch. Ja, der ist zu groß und der ist zu gepanzert, das machen die nicht. Aber ich kann wieder einen neuen ausbrüten dann. Oh. Aber komm. Machen wir ein neues Gehege hier drüben auf. Was soll's. Kann ich hier richtig anschießen eigentlich, ne? Ist ja voll gute Idee. Ah, das ist ja begrenzt. So, ich schau, da passt ein Forschungslabor ran. Ich bin aber skeptisch, ehrlich gesagt. Blop. 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 Passt doch nicht. Blop. Blop. So. Die Bäume, da wir hier weg haben, das ist mir gerade unübersichtlich. Mal ein paar Bäume hier reinsetzen, weil ich weiß, die Dingens brauchen ein bisschen mehr von der Sorte. Passt natürlich nicht rein. Wäre ja auch zu leicht. Da muss wohl jemand terraformen. Nein, ein Weg ist kein Terraforming. Muss man auch mal lernen. So langsam. Soll doch locker sowas hinpassen. Einmal jetzt passiert ja nichts in dem Bereich. Weil es nicht baubar ist oder was. So.
Jetzt geht's. Schön glätten das Ganze. Wir wollen da schließlich ein Gebäude draufstellen. Vielleicht geht es wegen dem Wasser da drüben nicht. Ich weiß nicht, kann auch sein. Ich mach mal das. Oh, ich gehe immer auf Wege rauf. Ich mach mal das Wasser nochmal weg eben. Und gucke nochmal. Da war es gerade blau. Na? 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 Da haben wir es. So. Jetzt ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wald da hinten ran. Ich könnte auch an der Stelle jetzt den Zaun ein bisschen erweitern. Eigentlich, bevor ich hier was mache. Hier, das ganze Ding ist lang. Ein bisschen größeres Gehege letztendlich. Das kann sicherlich nicht schaden. Den Rest reißen wir da ein, da drumherum. Zack, zack. Ist jetzt angeschlossen? Ja, die ist jetzt dran. Damit ein bisschen mehr haben, ne? Ein Türchen für dich. Liebe Dino-Fraktion. Dann noch ein bisschen Strom daneben stellen. Ja, reicht ja hier eigentlich. So. Ja, passt nicht ganz ran. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich nicht beobachten kann, tatsächlich. Ah, stimmt. Das wollte ich noch hinbauen. Siehst du, deswegen habe ich es gesucht. Ah, egal. Ich habe ja theoretisch, oh, passt das noch? Eine Station, die große Reichweite hat. Ja, geil. Sieht voll super aus. Bauen wir noch jetzt entsprechend eine Station hin, die wirklich einen großen Langausguck hat. Toll, irgendwie sind noch da. Na? Na? Bisschen Weg gepatscht, aber naja, was soll's. Kannst du jetzt ein bisschen was sehen. Viel besser wird's hier leider nicht. Aufgrund der ganzen Situation, die ich gerade hier so produziert habe. Naja. Dann kommt hier auch wieder eine Ziege rein. Plus das normale Ding, würde ich sagen. Damit die einfach rundum glücklich versorgt sind. Ne? Ist klar. Also. Mal zwei Dillos ausbrüten. Ah, was? Zwei Tote? Ach, die haben noch, ist klar. Der andere? Kommt der jetzt wohl her? Da drüben. Schunko Wunko. Also dann, war schön mit dir, Schunko Wunko. Aber irgendwann ist es auch vorbei. Wo ist ein 9? So. Was sagt das hier? Ja, hab ich nicht. Ach. Vergessen loszuschicken, die Leute. Mensch. Ist ja auch toll. Mal da einmachen. So, die Mission starte ich schon mal neu, würde ich sagen. Kann man ja machen, ist ja kein Problem. Wissen Sie, warum schlechte Shows schließen müssen? Weil Klappe halten. Aus demselben Grund wie gute. Da, fast geschafft, die Mission hier. Das Publikum ist weg. Wir müssen Gäste in unsere Parks holen. Ich kann noch einen Kühler bauen hier, ohne Probleme. Einkommen. Ich glaube, ich kann auch noch einen weiteren Velo bauen, ohne dass der Probleme bekommt. Sind dabei? Cool, cool. 0 bis 8. Okay, beginnen wir von vorn. Neue Dinos, ausbrüten, schlüpfen lassen, unterbringen. Ja, geht auf jeden Fall noch. Den Ablauf. Hey, hört alle her, wir machen eine Show. Ein Spektakel. Das heißt, ein Velo kommt hier auch noch rein. Sorry, ihr überlebt es vielleicht nicht. Zack. Läuft auf jeden Fall. Oh. Ach, ich habe gerade jetzt hier keine Dings drin. Mist. Erfolgsrate steigern lassen, bitte. Hätte ich das mal vorher gemacht. Naja. Der nächste Dilo, bitte. So. Ich brauche noch eine Wetterschutzstation, da bin ich hier zufrieden. Mit der Situation allgemein. Na, da warst du gerade. So.
Hätte noch total gerne hier noch so ein Dingens, irgendwie ein Spiellokal oder sowas drin, aber es ist hier offenbar wieder mal nicht drin.